Test, Test, 1, 2, 3. Test, Test. Hallo, ja. Sense 16 hier. Läuft denn alles? Sehr schön. Gut, ich begrüße euch herzlich zu MindMagic 6. Heute haben wir den 14.09.2011 und wir spielen jetzt MindMagic 7. 23.20 haben wir, 23.21 ist es. Oh, es geht stark Richtung Mitternacht zu und... ja, ich habe morgen frei, muss morgen nicht arbeiten und ich dachte mir, anstatt mal Bus-Simulator aufzunehmen, nehme ich heute mal sehr ruhig und entspannt heute MindMagic 7 auf. Bei MindMagic 7, finde ich, passt es sich eh sehr gut, wenn ich mal ein bisschen ruhiger aufnehme, denn bis auf das einfach Schmerzensschrei kommt etc. ist dieses Spiel doch eigentlich ziemlich ruhig. Gut, wollen wir erstmal schauen. Das klappt nicht! Was wir alles so viele Sachen haben, die wir erstmal reparieren müssen, etc. Da haben wir noch unsere beiden Rüstungen, die ich unbedingt reparieren muss. Also gehen wir die Sachen mal auf den Grund und lassen sie reparieren. Mal Rüstungsschmied. Der Rüstungsschmied ist hier in der Mitte der Stadt, wo die ganzen komischen kleinen Leute herumlaufen. Die sind fast so klein wie Rüdiger. Na, Rüdiger ist so ein kleines bisschen kleiner. Die Dummköpfe haben geschlossen! Und die Dummköpfe, die haben geschlossen. Was für ein Pech, wir kommen 40 Minuten zu spät. Heißt, sie müssen ein bisschen warten. Wir sind jetzt halt einfach ein bisschen erschöpft, aber... Die besten Rüstungen! Beste Rüstungen! Der Typ ist wenigstens da und der kann uns weiterhelfen. Warum ist er nicht so süchtig nach Rüstungen? Wieso sagt er das so? Ich verstehe es nicht. So, wollen wir doch mal erstmal kennen lassen. Was ist jetzt ein Holzschild? Okay, das ist gar nicht das große Ding. Das schaffe ich nicht, verdammt! So. Das schaffe ich nicht, verdammt! Wir müssen diese Rüstungen irgendwie reparieren lassen. Wir brauchen dafür genug Geld. Das lässt sich sicher regeln, irgendwie. Und wenn wir nicht genug Geld zusammenbekommen, dann haben wir leider ein Problem und müssen unsere lieben Kollegen erstmal eine andere Rüstung kaufen. Ihr merkt es, es ist gar nicht mal so unteuer, sag ich mal, diese Rüstung zu tragen. Heißt, wir brauchen erstmal irgendeinen Ersatz. Wo kriegen wir einen Ersatz her? Das haben wir bloß sehr haben können. Ja gut, dann haben wir leider erstmal keinen Ersatz für dich, dann kriegst du erstmal die Rüstung hier weiter. Das klappt nicht! Die müssen wir nochmal reparieren lassen, ne? Sucht ihr etwas? Süchtiger Zwergenschmied redet der laut und will mir irgendwas verkaufen. Ich verkaufe ihn erstmal was. Ah, dieser kleine Deutsche bringt eh kein Geld. Was sollte? Brauchen wir gar nicht großartig drauf zu achten. Wir haben noch einen Topaz. Danke für euren Besuch. Ich komme gerne irgendwann wieder. So, wir haben noch einen Topaz, den können wir verkaufen gehen. Also werden wir uns mal den Weg zu unserem nächsten Magier-Heini suchen. Und der nächste Magier-Heini, der wohnt ja nicht gleich in die Ecke. Aber wo der ist, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Vielleicht ist er ja irgendwo. Schreiung! Verschwinde! Schreiung aktiviert und er war auch schon weg. Nee, hier ist der Ausgang. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, es tut mir leid. Aber in so einer Zwergenstadt kann man sich auch schon mal verlaufen. So. Hallo, wie geht's euch? Das schaffe ich nicht, verdammt! Verkaufen? Gut, der ist heute rein. Danke! Das reicht dann, unsere Rüstung zu reparieren. Na gut. Da wollen wir mal schauen, wo unser Rüstungsschmied nicht sehr ist. Es kann sein, dass das Reparieren der Rüstungen... Die besten Rüstungen! Das Reparieren von Rüstungen in der das anderen ich Stadt nicht, verdammt. Billiger ist. Aber wir lassen sie uns hier reparieren. Nochmal zum Suchti hin. Die besten Rüstungen! Bis bald! Ich will ihn mal umbringen, wenn er kommt das sagt. Wieder! Oh Gott, er ist so gruselig. So. Wir gehen dann schlafen. Was? Gute Nacht! Steingruppe, es gibt nichts Besseres, wollte ich nochmal sagen. Wir gehen nochmal kurz fern. So, sind gut ausgeschlafen und können jetzt Fackellicht aktivieren und können mal wieder uns in ein neues Abenteuer stürzen. So. Wohin gehen wir? Erinnert euch, wir haben letztes Mal die Höhle haben wir ganz gut ausgeschlafen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich aufnehme. So lange, bis mir die Augen zu voll wahrscheinlich. Das wird irgendwie sowas in der Art sein. So, wir nehmen wahrscheinlich den Ort der Meditation in Zwergenhügelgräbern. Hattet ihr sehr ganz roten Zwergen? Die Laterne des heiligen Nichts aus den Hügelgräbern findet Dorvrex, Siegerring in der Räuberhöhle und aus Neravias. Alle Troglüten unter Steinstadt und kehrt dann zu Blablabla zurück. Okay, wir müssen noch zu Blablabla zurückkehren. Wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir, glaube ich, erstens kein Geld und keine Erfahrung. Das stimmt, aber lieber bitte, mein Krieger. Oh, du läufst echt doof, weißt du das? Nein, mach mal das, bitte. Du schießt mir den Weg. Ich muss dir den ganzen Bekloppter lachen. Ja, das war nur so weit. Wo war's? Ja, wir haben uns nichts weiter beizubringen. Hier?
Ist hier etwa jemand, der uns was sagen kann, machen kann, etc.? Wir haben gar kein Geld für sowas. Selbst wenn es hier irgendjemand könnte. Das ist, glaube ich, nicht eine Möglichkeit oder eher ein Aufwand an Kosten, den wir uns leisten können. Weil wir müssen erstmal unsere Leute ausbilden. Und ich glaube, hier ist unser Auftrag, den wir suchen. In unseren Minen leben immer noch Troglodyten. Haben wir etwas übersehen? Kann das sein? Gehen wir nochmal nachschauen. Anscheinend haben wir einen kleinen Troglodyten irgendwo übersehen in unserer kleinen Höhle, was? Soll vorkommen. Gehen wir nachschauen. Auch wenn mich das echt ein bisschen ärgert, aber das wird ja wohl irgendwas seine Gründe haben, seinen Sinn haben. Gehen wir nach unten. Wahrscheinlich, weil da noch die eine Leiche liegt, das kann sein. Wahrscheinlich will er, dass die Leiche aufgehoben wird. Hat Angst vor Leichen. Vielleicht wird ja auch einfach von Spiel die Einheit noch angesehen als Gegner. Irgendwie noch als lebender Gegner oder so. Ich habe keine Ahnung, warte. Nein, hier ist noch irgendwo jemand. Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Und das macht mir Angst. Heißt ja noch nicht alles ausgeräumt. Ah, seid ihr gespannt? Ich bin auch gespannt, was der letzte Gegner sein wird. Ist er ein starker Gegner oder ein schwacher Gegner? Was wird es? Okay, ich gehe mal stark davon aus, dass hier noch welche. Ja, da sind große rote Punkte. Da sind viele rote Punkte und ich habe so ein Pech. Ich habe so nicht. Es ist wieder auch heute wieder nicht mein Tag. Okay, dann legen wir halt los, mein lieber Troglodytenfreund. Was kommt da hinten? Noch ein Troglodytendrohne. Ja, das ist ja human. Das ist ja machbar, sowas. So. Wir sind zu schlecht zu treffen, das ist ein so. Es ist so wie beim ersten, das heißt beim ersten Teil, ich sehe die sechste, boah. Es ist so wie beim sechsten Teil, also man trifft mit dem Fernkampfwaffen am Anfang einfach so viel besser. Es ist einfach so. Und das muss man sich auch einfach eiskalt ausnutzen. So. Und du bist immer noch nicht tot, das ist eine Schande. Okay. Gut. Geld einmal annehmen. Und dann wollen wir mal gucken, was ich mit euch, den Kerl, mache. Ich wäre mal interessiert, wie dieses altmodische Spiel berechnet, was für Gegner noch, wie das gerechnet wird, überhaupt noch Gegner getötet werden müssen. Denn an sich sind die Gegner, die kommen zufällig. Ist es nicht so, als könnten sie, als hätten sie irgendwie aufschreien können und die bei jedem Gegner einfach so ein Skript machen können. So, wenn er tot ist, wenn all diese Gegner gestorben sind, dann ist es fertig. Nein, es sind ja immer unterschiedliche Gegner. Es ist ja zufallsgeneriert, was für Gegner kommen. Von daher bin ich ja nicht sehr interessiert daran, wie sie sich das damals gemacht haben. Haben sie gesagt, alles muss in diesem Bereich tot sein? Oder wie haben sie sich das auch geschätzt, dass sie das eher so gemacht haben, dass in dem Bereich alle Gegner tot sein müssen? Damit die Quest abgeschlossen werden kann. So, ich laufe hier den ganzen Kreis herum, verarsche ich da so ein bisschen. Ja, wie ist es so ein bisschen. Ich muss ja sagen, so. Es ist ein bisschen gruselig herumzulaufen. Denn das so mit diesen dunklen Blüten an der Nase ist schon komisch. Sehr atmosphärisch wird es gleich, weil wir. Ich glaube, ich werde gleich mit euch an einen Ort gehen, wo diese Nachtstimmung einfach sehr gut passt von mir gerade. So. Mein lieber Kollege, du warst das gleich gewesen. Wenn du mir nicht mehr hinterher rennst, dann ist es vorbei. Schön, dass du mir nicht so ganz wie hinterher rennst. Okay. So, und somit bist du tot, meine schöne Königin. Schade, dass sie keine Könige haben, wie auch schon jemand in den letzten Parts bemerkt hat. Aber ich finde das so genial. Ich habe zum Teil echt so geniale Kommentare bei meinem Magic 7. Das macht mich richtig glücklich. Das freut mich richtig. So, dann auch weiter nach oben. Jetzt müssten aber wirklich alle tot sein. Mal sehen. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht noch im allerletzten Kampf was übersehen habe, da müssen sie eigentlich auch automatisch aktiviert worden sein, wie die anderen auch. Von daher gehe ich da mal nicht so von aus. So, wir haben einen Lehrer. Ich hoffe nicht, ob es noch einen Lehrer gibt. Oh, eine Münze. Seid gegrüßt! Was kann eine Münze? Gibt es hier, wo es auf alles gefundenes Gold? 5% des Gold auf alles Gold, das ihr findet. Also, sie gibt mir 10% und davon werden mir da 5% abgezogen. Oder sie verlangt 5%, dann. Das ist irgendwie. Irgendwie ist es ja ziemlich böse an sich, so viel. Seid gegrüßt! Kick ich davon gar nicht. Das ist ja nicht. Hallo! Sehr viel. Wieso sind die Damen größer als die Herren hier? Seid gegrüßt! Was macht er da? Haut er sich auf die Brust? Das ist sehr merkwürdig, die Zwerge. Frauen sind größer als die Männer. Mhm. Aber die Soldaten sind die größten. Das ist wirklich sehr interessant geregelt bei denen. So, mal sehen. Da hinten ist der Kerl gewesen, der den Auftrag hatte, richtig? Gut. Gehe ich mal stark von aus. Ja, Blubberblase, diese ganzen Feste, die blubbern. Bergenstadt wird in eurer Schuld stehen. Alle weg. In diesen zwei nach Nieder zurückgetrieben.
Ausgezeichnet. Jetzt können wir sofort meine Minenarbeiten fortfahren. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Nehmt dies als Belohnung für eure Dienste. Ja. So, was haben wir hier? Ich will auch gleich die Leute wieder weit ausbilden. Erstmal geht es jetzt ins Trainingslager. Und das machen wir nicht hier. Ich werde zusehen, dass ich da nach Harmondale komme. Weil da komme ich auf jeden Fall billiger. Weil da bin ich mir sicher. Gut. Erster Ausgang. Einmal nochmal nach Harmondale reisen. Deutlich sorgen. Alles klar, einmal raus hier. Ich hoffe, es ist nicht Nacht, nächster Tag gewesen. Gut. Und dann reisen wir nochmal nach Harmondale, würde ich sagen. Egal wie gruselig die Musik ist. Also ich bin echt genau im richtigen Land für eine Nachtaufnahme hier. Das ist ja wirklich sehr, sehr passend. Okay. Einmal raus hier dann. Sehr schön. Ich will nach Harmondale gehen, weil ich will ja einfach nur ein bisschen Geld sparen. Ich glaube, das kann ich mir echt leisten, dass ich da nochmal hinwiese. Der Sinn des Let's Plays ist es, Spaß zu haben. Gerade in diesem Moment habe ich nämlich echt Lust und ich dachte mir, wenn du schon mal Lust hast zum Aufnehmen, dann machst du das jetzt halt. Ich bin ehrlich. Meine treuesten Zuschauer schauen sich das hier an, die wirklich Wert auf meinen Kommentar legen. Ich bin ganz ehrlich. Das ist so, dass es in letzter Zeit halt sehr viel zu tun hat. Es ist meine neue Arbeit. Da bin ich schon manchmal ziemlich außer Gefecht gesetzt. Ich hoffe, die Musik übertönt mich jetzt gerade nicht ganz so doll. Ich hoffe nicht. Das sollte aber schon passen. Aufgrund dessen bin ich echt beschäftigt. Also seit dem Anfang September bin ich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Aber ich kann es nicht anders sagen. Es tut doch echt sehr leid. Aber ich gebe mein Bestes. Und deshalb nutze ich jetzt den Punkt, um mal wieder mein Magic aufzunehmen.